Teil 17 der Weihnachtsüberraschungssocke. Hallihallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollhaus Team. Ja, heute sind wir schon beim 17. Teil. Das ist das letzte Muster vor unserer Spitze. Ja, und ihr seht, wir brauchen jetzt kein Grün mehr. Das habe ich jetzt hier bei mir auch schon einmal abgeschnitten. Und jetzt zeige ich euch heute diesen Wellenrand. So, wichtigste natürlich Kaffee einmal immer dabei. Also wir starten jetzt mit Weiß. Und zwar rechte Maschen. So die ersten Maschen oder auch die letzten werden jetzt etwas lockerer werden, weil wir ja den Faden abgeschnitten haben. Also wir stricken jetzt nur rechte Maschen in Weiß und zwar über zwei Runden. Die stricken wir gerade zusammen. Ja, ich hoffe, euch hat das die ganze Socke über auch so viel Spaß gemacht wie mir. Das war wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt, muss ich sagen. Habe viel ausprobiert und also ich finde es wirklich sensationell, wie die aussieht, die Socke. Ja, ich werde sie mir auf jeden Fall noch in andere Farben stricken, dass das nicht so speziell als Weihnachtssocke. Ich werde auch gleich mal in meinem Fundus nachgucken. Vielleicht kann ich euch gleich noch mal so ein tolles Set zeigen, welches ich mir dann noch das noch mal stricke, weil das ist, wie gesagt, also mir gefällt das unheimlich gut. So, also wir, jetzt habe ich schon wieder so viel gesabbelt, zwei Runden in rechter Maschen in Weiß. So, wir stricken jetzt wieder zweifarbig. Ich habe euch das ja schon sehr oft gezeigt, aber ich zeige es euch jetzt noch einmal. Hier die beiden Fäden rein. Beide Fäden über den Zeigefinger, vorne runter und einmal hier überkreuzen oder verdrehen. Den Faden hier verdrehen. So, also wir stricken jetzt zweifarbig und zwar die erste Masche stricken wir rechts in Rot. Weil wir stricken ja nur rechts. Also eine Masche rot und drei Maschen weiß. Eine Masche rot und drei Maschen weiß. Und drei. Ein Rot und drei Weiße. Und das wird auch wiederholt. Ein Rot, drei Weiß. Die ganze Runde. So, jetzt habe ich hier nur noch vier Maschen. Ein Rot und drei Weiß. Und das wird wiederholt auf allen vier Nadeln. So, weiter geht es mit zwei Maschen rot. Eins, zwei. Eine Masche weiß. Und jetzt, ab jetzt die ganze Runde, drei Maschen rot. Eine weiß. Also nur am Anfang zwei rot, eine weiß und ab jetzt drei Maschen rot, eine weiß. Drei Maschen rot und eine weiß. Drei rote und eine weiße. Drei rot, zwei und drei, eine weiß.
Und dann geht es hier weiter mit einer roten. Auf der nächsten Nadel dann wieder noch eine rote und noch eine rote. Also ihr habt immer am Ende der Nadel eine rot und am Anfang der Nadel zwei rote. Und dann geht es wieder los mit eine weiß, drei rot, eine weiß. Und das einmal komplett in der Runde. Das war jetzt auch schon die letzte Runde mit Weiß. Und jetzt stricken wir noch eine Runde in Rot einfach oben drüber. Nur rechte Maschen in Rot. Und dann haben wir die ganzen Muster geschafft. Und dann brauchen wir nur noch die Spitze vorne. Und ich habe hier gewählt, weil es ist ja meine Weihnachtssocke, einmal die Sternchenspitze oder die betonte. Das ist ja eine betonte Sternchenspitze. Also jetzt noch eine Runde hier rüber in rechter Maschen. So, das war es schon wieder für unseren nächsten oder vorletzten Teil. Und ich habe jetzt hier einmal nachgeguckt, habe ich ja eben gerade gesagt, in meinem Fundus habe ich noch so ganz tolle, das wird jetzt, denke ich, auch eine richtig tolle Socke. Das für den Frühling finde ich das sehr schön. Habe ich hier einmal Candy Floss, Cornflower, ja, und hier die Marshmallow. Oh, ich habe hier noch mehr. Finde ich auch richtig mega. Ich stehe auch so. Ich bin ja auch so ein. Das sind alles so angefangene Knäule. Aber man braucht ja immer nicht ein ganzes Knäuel. Finde ich auch mega. Milkbottle habe ich hier. Chocolate Lime. Und dies Grün. Wie heißt das denn? Das steht hier eine Nummer nur drauf. 335. Hydro. Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist auch, mag ich auch wirklich sehr gerne leiden. Das nochmal so. Also ich werde aber auf jeden Fall, das wird meine nächste Kombi, werde ich auf jeden Fall einmal noch stricken. Ja, das war's. Jetzt kommt, wie gesagt, nur noch ein Teil, die Spitze. Hier. Und dann haben wir es geschafft. Teil 18 der Weihnachtsüberraschungssocke. Hallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Voloz Team. Ja, wir sind heute beim letzten Teil angekommen. Und zwar stricken wir heute diese betonte Sternchenspitze. Ich ziehe das jetzt hier einmal aus, dann können wir das ein bisschen besser zeigen. Einmal von dem Fuß runter. So, und dann sieht man hier, wenn ich das so ein bisschen ziehe, diese Zacken. Sieht aus wie ein Stern. Gefällt mir. Also ich mag die, im Moment ist das meine Lieblingsspitze. Die sitzt bei mir am Fuß wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde sie auch sehr dekorativ. Gefällt mir unheimlich gut. Ja, das machen wir heute und dann sind wir fertig. Und zwar habe ich jetzt nur noch mein Rot. Die anderen Fäden habe ich schon alle abgeschnitten. Hier habe ich noch ein Puzzle drauf. So. Also, wir haben nur noch Rot. Und dann fangen wir mal an. So, die erste Masche, ich gehe mal ein bisschen weiter runter, die stricken wir links. Jetzt stricken wir rechte Maschen, bis nur noch zwei Maschen auf der Nadel über sind. Und die letzten beiden stricken wir links zusammen. Das heißt, wir legen den Faden einmal nach vorne und stricken beide Maschen zusammen links ab. Und das machen wir auch einmal in der Reihe rum, einmal Reihe rum. Also die erste Masche links und die letzten beiden Maschen auf der Nadel links zusammen.
Und danach strickt ihr eine Runde in rechter Maschen oben drüber. Also jetzt erstmal die erste links, rechte Maschen, bis nur noch zwei Maschen auf der Nadel über sind. Und die werden dann die beiden links zusammen. Das machen wir auf alle vier Nadeln und danach eine Runde rechter Maschen oben drüber. Jetzt sind wir hier schon am Ende und die beiden links zusammen. So, jetzt kommt wieder eine Abnahmerunde. Und vorhin haben wir die erste Masche links gestrickt und jetzt versetzen wir diesen linken Knoten, sage ich mal. Und zwar stricken wir jetzt die erste Masche rechts und dann die nächste Masche links. Und wieder die letzten beiden Maschen auf der Nadel links zusammenstricken. Also in dieser Runde die erste rechts, die zweite links und die letzten beiden Maschen auf der Nadel links zusammen. Bin ich hier schon angekommen und die einfach links zusammen. Und das wiederholt ihr auch auf allen vier Nadeln und danach wieder eine Runde rechter Maschen oben drüber. So, jetzt versetzen wir das Muster weiter und zwar stricken wir jetzt die ersten zwei Maschen rechts und dann eine links. Und wieder die letzten beiden Maschen links zusammen. Und ihr seht, das wird jetzt immer am Anfang eine Masche mehr rechts. Also wir haben ja angefangen mit die erste links, dann eine rechts, eine links. Jetzt sind wir bei zwei Maschen rechts, dann eine links. Danach kommen drei Maschen rechts, eine links. Dazwischen immer wieder eine Runde in rechter Maschen oben drüber. Ihr fahrt so weiter fort, also jetzt immer wieder eine Masche mehr rechts hier am Anfang. Wie gesagt, dann drei Maschen rechts, vier Maschen rechts, fünf Maschen rechts, die nächste dann natürlich links. Und die letzten beiden Maschen immer links zusammen. Dazwischen kommt immer eine Runde rechter Maschen. Das macht ihr jetzt so lang, bis sich die Maschenanzahl hier halbiert hat. In unserem Fall, wenn ihr auch wie ich die 20 Maschen angeschlagen habt, sind es dann nach Adam Riese nur noch 10 Maschen pro Nadel. Ich denke, das schafft ihr auch alleine jetzt. Also zwei Maschen rechts, dann eine links und die letzten beiden links zusammen. Eine Runde rechter Maschen oben drüber und dann geht es weiter mit drei Maschen rechts, eine links, die letzten beiden Maschen auch zusammen und eine Runde rechts oben drüber und so weiter. Wie gesagt, und so lange, bis wir nur noch die Hälfte der Anzahl, also sprich 10 Maschen in meinem Fall, gegebenenfalls auch in eurem Fall, diese 10 Maschen pro Nadel, bis die nur noch übrig sind. Und dann sehen wir uns wieder. So, es geht jetzt weiter. Also man kann jetzt schon richtig schön sehen, wie sich hier diese einzelnen Zacken, Sternspitzen andeuten. So, ab jetzt werden wir in jeder Runde abnehmen. Und zwar stricken wir nur rechte Maschen und stricken die letzten beiden links zusammen. Also hier vorne stricken wir jetzt keine linken Maschen mehr und immer nur rechte Maschen, bis zwei Maschen vorm Ende und die links zusammen. So, und das machen wir jetzt an jeder Nadel und wie gesagt in jeder Runde, bis wir nur noch, ich glaube, wie weit habe ich hier gestrickt, eine Masche oder zwei Maschen pro Nadel haben. Ich muss jetzt gleich einmal gerade gucken. Also wir machen jetzt so lange, bis wir, ich glaube, ich habe das tatsächlich gemacht mit
Eine Masche pro Nadel. Ich stricke das jetzt erstmal so weiter und dann schaue ich noch einmal gerade. Ich sage euch dann gleich, ob wir dann nur noch ein oder zwei Maschen pro Nadel über haben. Ihr strickt jetzt erstmal so lange und dann, wie gesagt, in jeder Runde abnehmen, keine rechten Maschen mehr dazwischen. Das geht jetzt ganz schnell. Und wir sehen uns dann gleich zum Abschluss einmal wieder. So, ich habe jetzt so weit gestrickt, bis ich nur noch zwei Maschen pro Nadel über hatte. Und zwar 8 Maschen in der Runde. Ich habe mir jetzt schon die letzten Maschen auf 2 Nadeln hier aufgefädelt. Und jetzt wird das Loch einfach nur mit einer Nähnadel zugezogen. Und zwar fädeln wir hier einfach die Maschen jetzt auf meine Nähnadel drauf. 3 und 4. Ziehen die Nadel einmal durch. Und das Ganze noch auf der anderen Seite. Und dann haben wir es geschafft. Naja, also noch ein bisschen die Fäden vernähen. Aber dann, das gehört ja zu meinen Lieblingsaufgaben. So, Loch ist zu, Socke ist fertig. Jetzt ziehe ich den Faden noch nach innen und dann werde ich das alles vernähen. Ja, das war's. Unser letzter Teil ist nun auch fertig. Ja, also mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Socke zu stricken. Ich hatte ja in dem letzten Video schon gezeigt, dass ich mir die auf jeden Fall nochmal in rosa, hellblau und weiß nochmal stricken werde. Ja, Bilder folgen bei uns auf der Facebook-Seite Wollhaus Stricken, Häkeln und mehr. Ja. Wie immer freuen wir uns natürlich über das Däumchen nach oben, das Abo nicht vergessen und die Glocke, die müsst ihr einmal drücken, dann verpasst ihr keins von den nächsten Videos. Ja, dann habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, eure Bianca vom Wollhaus Team.